auch zum Ende des Jahres 2020 lohnt es sich immer noch mit R4 anzufangen, denn immer, wenn man Bock hat auf ein entspanntes und bis jetzt immer noch ja, eins der besten und ausgefeiltesten Angelgames, da kommt man tatsächlich auf R4, Russian Fishing 4, zurück. Es ist bisher immer noch das komplexeste Angelgame, die Angelsimulation, die es so auf dem Markt gibt. Und wir schauen nochmal rein, wie man im Idealfall startet. Zack, mit dem Tutorial. Und mit dem Tutorial fangen wir gleich mal an. Ja, das Tutorial, es sind die ja, absoluten Basics, wie man sich hin und her bewegt, dass man mit F, jetzt sieht man es natürlich tagsüber nicht, mit F eine Lampe an- und ausmacht, solche Sachen und dass man dann, ja oder wie man dann hier eigentlich angelt, Taste I drücken, dann hat man das Inventar, man wird hier jedes Mal die ganze Zeit belohnt dafür. Dann sollen wir hier auf die Telestick gehen. Das ist eine Stippe. Und mit der Stippe Pose dran. 16er kleiner Haken und Regenwurm angeln wir hier das erste Mal. So, jetzt können wir noch einstellen, dass wir den Köder hier in verschiedensten Höhen verstellen. Das geht mit Plus und Minus. Beziehungsweise wie hoch ist quasi dann die Pose, wie hoch schwimmt die, wie tief unten hängt dann der Köder im Wasser. Auf einen Meter sollen wir sie einstellen, dann machen wir das mal. Zack. Und dann können wir hier mit der linken Maustaste, das wird auch alles schön beschrieben, können wir dann hier den Fisch auswerfen, die Rute auswerfen, die Pose. Und dann sehen wir auch, dass da schon gleich was losgehen wird und zuppelt. Es ist halt, zack, linke Maustaste nochmal. Da ging nichts dran. Ich werfe mal ein bisschen weiter. Und jetzt lassen wir mal die Pose mal so richtig runterziehen und abziehen. Und jetzt. Und da geht er auch dran. Die Schläfergrundel. Ja. Es ist immer noch die Schläfergrundel, die man als erstes fängt. Der schäbigste Fisch im Game. Oh Mann. Aber was wir sehen, wir kriegen XP dafür. Wir haben hier unseren Posenskill ein wenig nach oben gepusht. Und wir tun die Schläfergrundel, die olle Grundel, auch in den Setzkescher. Denn die können wir dann am nächsten Gewässer auch verkaufen. Ja, dieser Waldsee hier. Ich mache mal kurz die Map auf. Man kann hier oder auch hier unten kann man natürlich ein bisschen angeln. Man kann ja auch Frösche angeln am Rand und sowas. Aber so richtig los geht es eigentlich erst, wenn wir... Packen wir mal die Route wieder ein. Wenn wir zum nächsten Gewässer düsen. Machen wir aber noch nicht, denn vorher gucken wir nochmal eben hier an dem Haus. Was sagt er hier? Ausrüstung, Bruch, bla bla bla. Geh dort zum Haus. Genau, also hier am Haus sehen wir auch schon die Information, falls einmal was kaputt geht und du hast wirklich gar keine Kohle mehr, geht das Game ja trotzdem weiter. Und zwar kannst du dann hier zur Not quasi mit Y das Posen-Ersatzkit holen oder das Spinning-Ersatzkit. Am Anfang lohnt sich nochmal das Posen-Ersatzkit, denn dadurch hast du einfach eine weitere Pose oder eine weitere Route. Und man bekommt auch noch Würmer dazu. Also drücken wir einmal Y. Einmal am Tag kann man das machen, das lohnt sich. Kann man also für die ersten paar Level immer mal ein paar Regenwürmer absahen. Und dann geht es weiter zum Moskitosee. Und da reisen wir jetzt erstmal eben hin. Und da sind wir angekommen. An den ersten Gewässern. Die ersten Gewässer sind kostenlos zu bereisen. Ab der Festung kostet es dann Geld. Die ist dann ab Level 12. Und da kommen wir dann aber später noch hin.
Also legen wir erstmal los hier mit dem Moskitosee. Ganz wichtig, erstmal ein bisschen umgucken. Und wenn ihr euch hier ein bisschen orientiert habt, hier ist dieser Fischmarkt, wo man dann die Fische verkaufen kann. Man kann einmal alles auswählen. Man kann aber auch sagen, also wenn man hier mehrere hat, man kann klick, 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 ich will nur diese 3, 4, 5 verkaufen. Aber da kommen wir auch später noch zu. Fischmarkt, hier könnte man sich noch Bootstickets holen. Für das Boot lohnt sich an dem Gewässer nicht wirklich. Spart euch da das Geld. Hier kann man alles wunderbar vom Ufer aus beangeln. Dann gibt es hier ein Lebensmittelgeschäft. Auch hier ganz wichtig, das gesamte Game versucht dir, auch als Anfänger von vornherein zu sagen, Alden, gib Silber aus. Spar dir Silber. Spar dir Silber. Gib kein unnötiges Geld aus. Das ist das Wichtigste. Vielleicht am Anfang hier so ein Weißbrot kaufen. Ich glaube, da kommen wir gleich im Tutorial auch nochmal zu. Aber ansonsten, gib kein Silber aus für unnötige Sachen. Auch Essen und sowas. Das ist alles. Zack, haben wir eben verkauft. Die ersten Silber, die ersten paar Taler haben wir gemacht. Finde das Angelgeschäft, sagt er jetzt. Wir laufen hier noch an der Verwaltung vorbei. Hier kann man sich dann auch mal eine Karte holen. Das machen wir jetzt auch tatsächlich. Die 3 Silber geben wir aus für eine Map. Weil sonst hätten wir gar nicht M drücken können. Und ich möchte euch ja auch zeigen, wo wir uns dann gleich hier befinden. Hier kann man Echtgeld tauschen am Geldautomaten. Hier ist es die Rekordtabelle. Die kann man aber auch hier einsehen, wenn man Escape drückt. Hier unten das Café, auch ein ganz wichtiges Gebäude. Da kommen wir gleich hin. Hier ist das Angelgeschäft. Und hier auch nochmal wichtig, wenn der Magen knurrt. Achtung. Wenn hier der Magen knurrt. Wir haben hier unten ein paar wunderbare Anzeigen. Einmal die... den Blitz, die Energie, die Power, die man hat. Wenn man quasi einen richtig schweren Fisch drillt und man hat keine Power, dann hat man nicht genug Energie, den wirklich gut zu drillen. Und der Fisch macht es einem deutlich schwieriger. Die Power regeneriert sich, wenn man den Magen gefüllt hat, wenn man gut was gegessen hat oder wenn man einen Kaffee getrunken hat, dann geht das schnell wieder hoch. Und darunter ist die Lebensanzeige, beziehungsweise, ja doch, die Lebensanzeige, die tatsächlich runtergeht, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Das will man auch nicht, denn je weiter die Lebensanzeige unten ist, desto so weit wie die halt ist, so weit regeneriert sie auch nur die Power. Das heißt, irgendwann hat man nicht mehr maximale Power. Darunter ist die Sonne. Die Sonne scheint für dich als Angler, wenn du dich an schönen Orten befindest, wenn du eine gute Laune hast, wenn es dir gut geht. Durch Alkohol geht es dir gut. Hat halt immer auch den Nachteil, erstmal hat man so einen Alkoholeffekt, so einen wabernden. Es bringt Bonus-XP, wenn man dicke, fette Fische fängt. Aber ganz ehrlich, für den Anfang, lass den Scheiß weg. Macht alles überhaupt keinen Sinn. Ab Level 20 aufwärts kann man mal anfangen zu überlegen, sich mal irgendwie ein paar Kannen Bier oder sowas reinzustellen. Vorher macht das halt alles keinen Sinn. Es ist alles Verschwendung von Silber. Und wie gesagt, das Game wächst oder dein Account, deine Angelfähigkeiten wachsen in dem Game hauptsächlich mit dem Silber, was du verdienst, nicht mit den verdienten XP. Das ist halt das A und O. Das heißt, zum Silber sparen, gehen wir mal wieder zurück. So, zum Silber sparen hier ab zur Feldküche, zur Gulaschkanone. Eben was essen. Ja, jetzt sieht man hier, der Balken geht wieder schön hoch. Auch das geht alle 24 Stunden. So, nun hocke ich wieder in der Ecke. Und eigentlich reicht es. Ich habe ein paar Monate Pause gemacht mit dem Game. Und habe wieder angefangen und habe tagelang nichts gegessen. Also man kann auch wirklich tagelang nichts essen. Man wird nicht einfach umkippen oder sowas. Es funktioniert. So. Folgen wir dem Tutorial. Wir sollen ein paar Köder kaufen. Und zwar unter der Rubrik Naturköder sollen wir die Made kaufen. In dem Fall folgen wir jetzt einfach mal dem Tutorial. Klicken hier auf Made, kaufen die einmal.
zack, damit das Tutorial glücklich ist. Grundsätzlich kann man sagen, bevor ihr einzelne Pakete oder einzelne Köder holt, dieses Kombipaket lohnt sich. Das lohnt sich richtig, denn hier sind jeweils 30 von diesen verschiedenen Ködern drin. Wenn man das umrechnet, kommt man mit dieser Köderbox auf jeden Fall günstiger zurecht. Und ja, diese Köder sind auch in der Regel alle ganz fängig. Auch später fürs nächste Gewässer kann man die durchaus verwenden. Was da halt nur noch fehlt, wäre der Mistwurm. Wobei ihr seht, der ist schon gar nicht mal so günstig, ne? Also, das haben wir erledigt. Jetzt rennen wir mal rüber, bevor es hier langsam dunkel wird. Und wir stehen hier gleich im Dunkeln beim Angeln. Lebensmittel. Wir sollen ein Weißbrot kaufen. Gehen zum Lebensmittelshop, kaufen uns einmal Weißbrot. Das sind 4 Portionen. Dann drücken wir N und klicken auf Brotmasse. Tun da das Brot rein und fertigen es einmal an. Das ist die Köderproduktion, die wird hier gezeigt. Bei den ganzen Skills, da gehen wir auch gleich nochmal rein. Übrigens dieser Weißbrotköder, sehr guter Köder, viel damit angeln, gerade am Anfang für die ersten Gewässer, wirklich ein guter Köder. Das funktioniert richtig gut. Ich drück mal eben O. Hier sehen wir die ganzen Skills und die Skillbäume, die Talentbäume, einmal die verschiedenen Angelmethoden. Vom Posenfischen, Spinnenfischen und Grundfischen zur Köderbeschaffung. Und dann kommen wieder mal Skills, die versuchen dir übelst das Silber aus den Taschen zu ziehen. Das ist einmal Kochkunst und Kunstköderherstellung. Beides zwei Sachen, die wirklich nicht wichtig sind. Wartet damit lange, lange, lange. Ich würde sagen, Level 30 plus kann man damit mal irgendwie anfangen. Absolut nicht wichtig, um erfolgreich hier zu angeln. Köderbeschaffung ist schon ganz wichtig. Und dann irgendwann, na ich sag mal 15 plus, 20 plus, kann man auch mal die Angelfutterzubereitung machen, wenn man so in Richtung Karpfengewässer geht. Da macht das dann Sinn. Aber auch das ist halt vorher noch nicht so wirklich wichtig. Spart euch da die Kohlen, gebt da kein Geld für aus, denn um all das zu skillen, muss man in der Regel einiges an Silber ausgeben. Und das Silber haben wir nun mal nicht. Ja, dann fehlt eigentlich jetzt nur noch, es fehlen noch 2 bzw. 3 Gebäude hier auf der Map. Hier haben wir einmal einen Werkzeugladen. Auch das ist alles eher so für diese ganzen Berufe und für die Jobs. Alles später interessant, am Anfang nicht wirklich. Was man sich hier irgendwann mal kaufen kann, ist vielleicht, ja, mal eine Schaufel, weil damit kann man dann nach Regenwürmern schaufeln. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Später dann diese Schöpfkelle hier. Das war's. Die Werkstatt, auch interessant, allerdings auch natürlich nicht für den Anfang. Hier kann man dann irgendwann seine Gerätschaften auch mal reparieren, wenn die verschlissen sind. Und ganz wichtig, das Café. Wichtigstes Gebäude, wenn ihr jetzt mal so 50 bis 100 Fische im Kescher habt, als allererstes immer im Café schauen, welche Aufträge laufen hier gerade, welche Fische kann ich jetzt gerade abgeben und verkaufen, denn die Preise, die hier gezahlt werden, sind immer ein Vielfaches von dem, was man im normalen Fischmarkt hier hinten bekommt. Der Fischmarkt zahlt immer die Minimumpreise. Und in den Cafés, an den meisten Gewässern gibt es ein Café. In Cafés kriegt man hier halt richtig viel Silber. Hier zum Beispiel Rotauge, untermaßig, 5 Stück würden 0,02 Silber bringen oder sowas in dem Bereich. Also keine, diese 5 Stück, nicht mal ein Silber würde man dafür bekommen, glaube ich, zusammengerechnet. Und hier sind es 10 Silber für diese kleinen 50 Gramm Rotaugen, die man auch wirklich ratzfatz hier zusammenangeln kann. So, das Tutorial geht weiter und das Tutorial hat gesagt, begib dich zum nächsten Gewässer und da gehen wir hin. Escape drücken, auf den See hier klicken, dann gucken wir hier nochmal eben auf den Windenbach, das ist das dritte Gewässer.
Hier sieht man auch noch ein bisschen die Wettervorhersage, auch immer ganz interessant, wenn man gerade am Anfang eher im Sonnenschein angeln will oder ja, nicht zwingend hier im Starkregen. Starkregen ist immer schlecht, aber so für den Anfang ganz entspannt hier am Windenbach. Das ist ein Gewässer, wo Spinning sehr gut funktioniert, aber auch die anderen Methoden funktionieren hier. Diese Anzeigen sind vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Reisen wir mal hin, es kostet ja nichts, also düsen wir da erstmal hin.